Das James-Webb-Weltraumteleskop der NASA ist draußen im Kosmos auf Jagdhöhe. Mit jedem neuen Tag setzt das JWST seine Serie bahnbrechender Entdeckungen fort. Nachdem das JWST herrliche bipolare Jets aus Sternenmaterie, die von einem jungen Stern ausgestoßen wurden, eingefangen hatte, reiste es fast 1300 Lichtjahre von der Erde entfernt in den Orionnebel. Dort hat es hunderte mysteriöser Gesteinsobjekte entdeckt, die zu klein sind, um als Sterne bezeichnet zu werden, aber auch nicht als Planeten bezeichnet werden können, da sie keinen Mutterstern umkreisen. Was ist das? Verpassen wir etwas Großes? Während das JWST den Orionnebel untersuchte, stieß es auf hunderte einsame felsige Objekte, die unabhängig voneinander durch den leeren Raum schwebten, ohne dass es einen Mutterstern gab. Aber Moment, ich habe noch nicht einmal den Hauptteil verschüttet, der die Wissenschaftler am meisten schockiert hat. Diese Objekte wurden Jupiter-Mess-Binary-Objekts oder Jumbos genannt. Das bedeutet auch, dass viele dieser Objekte nicht ganz allein waren, sondern paarweise auftraten. Diese Entdeckung hat Wissenschaftler völlig verblüfft, da sie offenbar der aktuellen Theorie der Stern- und Planetenentstehung widerspricht und darauf hindeutet, dass es keine Möglichkeit gibt, Jupiter-große Objekte in den Staub und Gaswolken des Orionbells zu formen. Die Physik besagt, dass man Objekte nicht einmal so klein machen kann. Wir wollten sehen, können wir die Physik durchbrechen. Und ich denke, das haben wir, und das ist gut, sagt Professor Mark McCaurian, leitender Berater für Wissenschaft und Exploration bei der Europäischen Weltraumorganisation. Also, was sind diese Objekte? Die Antwort wird noch diskutiert. Die Jumbos sind etwa 1 Million Jahre alt. Im Zusammenhang mit der Astronomie sind sie noch Babys. Laut Wissenschaftlern gibt es zwei Möglichkeiten. Zum einen handelt es sich um Protoplaneten, die keine Chance hatten, sich zu einem vollständigen Planeten zu entwickeln. Oder sie befanden sich ursprünglich im Sonnensystem und wurden später in den interstellaren Raum hinausgeschleudert. Aber wie schmeißt man Paare dieser Dinge zusammen raus? Im Moment haben wir keine Antwort. Die ist eine für die Theoretiker, sagt Professor McCaurian und betont die Kompliziertheit der Angelegenheit. Diese Entdeckung könnte Wissenschaftler möglicherweise dazu zwingen, unsere aktuellen Modelle der Entstehung von Planetensystemen neu zu bewerten. Ich frage mich, was das für Objekte sind und was sonst noch neben ihren Körpern lauern könnte. Was denkt ihr? Orbit. Jenseits des Blaus.